Und abermals willkommen zurück bei Jurassic World. Ich freue mich, dass ihr zuschaut. Und ja, wie versprochen, holen wir uns heute unseren stärkeren Majungasaurus wieder, der noch in der Entwicklungsphase war. Und wir werden wieder versuchen, den Carnotaurus platt zu machen. So, ich habe hier schon mal ein bisschen die Kohle eingesammelt und die Nahrung. Diesmal habe ich nicht ganz so viel zusammengesammelt an Nahrung, sondern eher an Kohle. Wir haben hier aber noch unsere Wundertüte. Schauen wir mal. Ah, ein bisschen Kohle wieder, ist auch gut. Ja, ja, Dollars. Und noch ein Majungasaurus, das ist auch gut. Brauchen wir sicher später nochmal zum Weiterhappen. So, was machen wir denn jetzt? Ah ja. Ja, wir wollten schauen. Das Ergebnis. Sammeln! Yeah! Yeah, unseren verstärkten Majungasaurus. Sehr schön, das gibt ordentlich Erfahrung. So. 21er, den werden wir natürlich noch ein bisschen packen. Und wir haben hier auch unseren Dilophosaurus fertig. Ja, den kenne ich auch noch sehr gut aus Jurassic Park. Da hat er doch hier diesen einen Fettsack gefressen. Hier, diesen Dennis Neary oder wie der heißt. Dieser Entwickler. Ja, ja, das Ding soll man nicht unterschätzen. So, wie wollten wir jetzt weiter fortfahren? Wir wollten schauen, was wir noch ausbrüten können. Den hier, den habe ich auch noch gar nicht. Einmal wieder einen neuen Dino. Auswahl ist gut. Momentan können wir nichts erweitern. Kohlemäßig haben wir alles abgestaubt. Aber ich drücke gerne immer wieder drauf. Wir beschleunigen mal. Nee, das bestimmt noch ein bisschen was machen. So, unseren Dilopho. Weiß nicht, lohnt es sich schon, den zu füttern? Ich würde nicht sagen, deswegen hauen wir noch mal ein bisschen bei dem Majunga rein. Der soll richtig stark werden. Weil wir müssen den Carnotaurus blocken. So. Ja. Ich glaube, bei dem Carnotaurus müssen wir sehr strategisch vorgehen. Egal, ob wir jetzt hier unseren verstärkten Typ hier. Auch wenn der nur Level 10 ist, man sollte ihn nicht unterschätzen. Der hat 114 Energie und 43 Angriff, trotz dessen. So, wir haben unseren Diplodocus noch mit rein. Und natürlich unseren Tricera. Von den Leveln her könnte ich schaffen. Aber es kommt auch auf die Strategie an. So, der wichtigste Kampf möchte ich mal. Carnotaurus ist auch schon der wichtigste Gegner. Fokus auf ihn. Müssen genau überlegen. Einlegen wir uns mal zurück. Er wird sicher auch noch nicht angreifen. Genau. Jetzt sind wir bereit. Ich würde sagen, nichts überstürzen. Wir haben eine Verteidigung. Zwei. Und legen uns wieder einen weg. Müssen erstmal richtig sammeln. Egal, ob er angreifen wird. Das ist mir scheißegal. So, er macht aber nicht. Gehen wir noch weiter. Ja, komm. Ja, das Ding sollte man nicht unterschätzen. So, er greift an. Aber es versinkt nicht. Haha. So, jetzt haben wir ganze 5. Was tun wir jetzt? Greifen wir mit 3 an. Ja, dann sitzen wir auf Verteidigung. Man weiß ja nie. Ah, okay. Na, siehst du. Nein, 5. Zwei solche Angriffe und die Sache ist geregt. Aber jetzt hat er wieder. Ah, okay, mit nur 2. Mein Glück, mein Glück. Die Frage ist, was er mit den anderen 2 gemacht hat. Greifen wir einfach mal mit 3 an. Und vielleicht 2, wenn er 3 Verteidigung gesetzt hat. Ah, tja, Junge, jetzt haben wir dich. Wir haben den Carnotaurus gefällt. Das ist doch schon mal ein sehr großer Erfolg. So, jetzt haben wir hier aber ein anderes Gerät vom Buch. Autsch. Och nee, Alter. Scheitert es etwa an dem Utah Raptor? Nein, oder? Okay, nicht zu hektisch werden. Bloß nicht die Fassung verlieren. Mal 2 Verteidigungen und 2 Angriff. Oh, damn. Okay, er hatte es auf Bonus gesetzt. Autsch, 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 autsch. Och, nee.
Ist das jetzt euer Ernst? Nee, also ich verliere hier nicht. Ich habe keine Lust. Nee, nein. Ich will das endlich erledigen. Ich will weiterkommen. Also, mit dem Mut der Verzweiflung. Für mehr Verteidigung. Was das, Drecksack. Ach man, einer kommt wieder durch. Autsch. Ja, ich weiß, es ist von den Typen her wieder scheiße für mich. So, wir plätten ihn aber jetzt. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir ihn jetzt plätten. Ja. Tschö. So, jetzt haben wir nur noch diesen scheiß Tropeognathus vor uns. Dich kriegen wir auch noch, Junge. Dich kriegen wir auch noch. 2 gegen 2. Ha. So, wenn ich jetzt nicht alles verkacke. Wir haben 4 zur Verfügung. Hm, soll ich alles in die Waagschale werfen? Das ist schwer. Ne, ich leg nur 1 zurück. Und die anderen auf Verteidigung. Ich weiß nicht, was er tut. Er hat nämlich 5. Ha, er greift mit 2 an. 3 könnte er aber auf Verteidigung gesetzt haben. Okay, wir haben 5. Das ist jetzt echt schwer. Was tun wir nur? Zum Glücksgriff. Hm, wir legen uns wieder 1 zurück. Und die 3 in Verteidigung. 4 in Verteidigung. Komm schon, baller mal alles raus, Junge. Greif mit 5 an. Ja, vielen Dank. Ja, Junge, damit hast du dich leider verpokert. Denn jetzt kriegst du 5 in die Fresse rein. Stirb, aber richtig. Bam, Junge. Damit hast du nicht gerechnet. Wir haben gezockt und wir haben gewonnen. Glückwunsch, ja, vielen Dank. Und wir haben den Carnotaurus. Den wollten wir natürlich schon länger haben. Wobei mein großes Ziel immer noch der, ja, wer heißt er denn? Der Tyrannosaurus ist. Den will ich unbedingt haben. Das ist einfach so ein Klassiker. Und natürlich hier noch diesen anderen aus Jurassic Park 3. Spinosaurus heißt er, glaube ich, möchte ich meinen. Der ist noch ein bisschen größer als der Tyrannosaurus. Das wird fies. Okay. Wow, das wird aber ein Brett. Was ist das? Labyrinthodontia. Alter Schwede. Achso, nee, Kamera wollen wir jetzt eigentlich nicht. Nee, 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 nee. Wir haben hier nichts zu scannen. So, wir haben es aber geschafft. Das ist wunderbar. Wir holen uns wieder ein bisschen Nahrung. Ach, scheiße. Ich würde gerne die Gebiete endlich vergrößern. Wir haben zu wenig Platz. Wir wollen einen echt hier dazu zwingen, dass man shoppt oder was? Also ich möchte nicht shoppen. So, wir möchten aber mal diesen Dino platzieren. Der nennt sich Koloborinkus. Was auch immer. Schauen wir mal, ob wir Platz haben. Ach scheiße, wir haben keinen Platz. Damn! Müssen wir ein bisschen was verschieben. Das ist doch kacke. Das gefällt mir so nicht. Wir machen hier mal was mit der Straße. Machen wir mal weg. Und dann verschieben wir das Ganze. So, jo. So, verschieben. Einfach länger drauf gedrückt halten. Ein bisschen Platz lassen, damit man trotzdem noch eine Straße entlang ziehen kann. Einen Weg. Und hier zwischen, damit die ihren Bonus bekommen. Kommst auch dazu. Ihn setzen wir da oben hin. Das ist ja schon mal mehr Platz. Den setzen wir ganz nah hier dran. Dann kriegt er noch einen Bonus von den anderen. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich habe jetzt gerade nicht mehr in Erinnerung, wie groß das ist. Ich glaube aber ziemlich groß. Ach, jetzt muss ich nur noch den Weg entfernen. Dann passt das. Den muss ich gleich komplett neu ziehen. Beziehungsweise demnächst, wenn ich mehr Platz habe, dann sowieso alles neu sortieren. Gefällt mir vorne und hinten so nicht.
So, jetzt kriegst du aber dein Eigenheim, Junge. So. Einfach mit dran, jo. Das passt, das gefällt mir. So, jetzt ziehen wir nochmal den Weg neu. Lalalalalala. So, ran damit, passt. Hier unten auch direkt weiter, damit es so ein bisschen fein aussieht. Man fällt gerade auf. Ah ne, die kommen doch zu dem, die nur in der Mitte über den mittleren Weg. Das passt. Aber ich setze ihn mal hier ran. Die armen Zuschauer doch die Dinos sehen und auch rankommen und ja gefressen werden können. Nein, 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 nein. Sicherheit schreibe ich hier hoch. Hier wird kein Besucher gefressen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.